Bester Freund, kleiner Donner, sind zu allem bereit. Ja, Kari. Oh, kleiner Donner. Ja, Kari. Oh, kleiner Donner. Ist dein Freund mal in Gefahr, sind die beiden immer da. Ja, Kari. Ja, Kari. Ja, Kari. Das ungleiche Duell. Die Geschichte, die ich euch erzählen will, ereignete sich zu einer Zeit, als ich noch jung und rastlos war. Eines Tages machte ich mich zur Jagd auf. Ich ging in einen dunklen Wald weit von unserem Dorf und dort stürzte sich plötzlich ein wilder Puma auf mich. Der war so groß wie ein Riese. So groß wie meine Angst. Doch ich wich ihm aus und traf ihn mit einem Stein. Hier, böser Puma, dir werde ich's zeigen. Und was wurde aus dem Puma? Zuerst lag er wie tot da. Später wurde er hier niemals wieder gesehen. Was sind denn das für Märchengeschichten, hä? Und das von einem Dorfältesten? Was? Wie redest du mit Stiller Fels? Ich glaub kein Wort von dieser Gute-Nacht-Geschichte. Ach ja, dich hat keiner gefragt. Sei du lieber mal still, ihr Kinder vertreibt die Beute. Und hastiges Eichhörnchen muss sie dann jagen. Denn wir Jungen ernähren den Stamm, während die Alten sich die Zeit mit Flunkern vertreiben. Nimm das zurück! Er hat ja recht, Jakari. Oh? Natürlich soll hastiges Eichhörnchen in Ruhe jagen. Schließlich wollen auch wir Dorfälteste nicht verhungern. Wenn er jedoch denkt, wir würden davon alle satt. Oh, nun warte doch, hastiges Eichhörnchen. Sei nicht böse. Ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Sag, wärst du bereit, deine Kräfte mit denen eines anderen Stammesmitglieds zu messen? Ja, das bin ich jederzeit. Wer ist der Jäger, der mich herausfordert? Ich. Aber Stiller Fels. Siehst du jenen Baum dort, der voller reifer Früchte hängt? Lass uns sehen, wer am meisten davon erntet. Einverstanden. Ich nehme die Herausforderung an. Zufällig bin ich der beste Kletterer weit und breit. Ist Stiller Fels etwa verrückt geworden? Da kommt er doch nie hoch. Oder er bricht sich alle Knochen. Wer will da auch hinaufklettern? Hm? Das muss ich sehen. Was macht er da? Psst, lass ihn. Er muss sich konzentrieren. Das Alter verwirrt seinen Geist. Vielleicht will er ihn ja gewinnen lassen. Ihn gewinnen lassen? Was sollte das Ganze dann? Es regnet Früchte. Was für ein Segen. So, das dürfte wohl reichen. Da, meine Ernte. Stiller Fels, du sitzt da einfach so? Ja, ich sitze hier in meiner Ernte. Das ist doch... Ja, nur ein reifer und erfahrener Mann erkennt die reife Frucht, die bald vom Baum fällt. Das hast du toll gemacht, Stiller Fels. Du hast gewonnen. Ja, du hast gewonnen, aber das war unfair. Ein guter Jäger sitzt nicht einfach da und wartet, dass ihm die Früchte in den Schoß fallen. Du sprichst die Wahrheit, hastiges Eichhörnchen. Schließlich kann man die Fähigkeit eines Mannes wahrlich nicht anhand nur einer Prüfung beurteilen. Ich fordere dich also ein weiteres Mal heraus. Ich nehme an. Und überleg dir etwas für einen großen Jäger. Warum lässt du dir das nur alles von diesem Angeber bieten? Also, was ist die nächste Prüfung? Ich bin bereit. Sehr gut. Das Fischen ist das Erste. Bogenschießen danach und Ausbilden eines Mustangs natürlich. Na gut, wir sehen uns am Fluss. Sehr schön. Er freut sich. Was hast du vor? Ich habe dich noch nie Bogenschießen oder Reiten sehen. Und weil er so dringend gewinnen muss, soll er nicht enttäuscht werden. Hä? Denkst du, in meinem Alter muss man sich noch was beweisen, Jakari? Doch er hingegen schon. Ach, nun, da er fischen gegangen ist, habe ich endlich alle Zeit, die köstlichen Pflaumen zu genießen. Hä? Oh, hastiges Eichhörnchen ist so ein Angeber. Also, wenn Stiller Fels ihm keine Lektion erteilen will, dann tun wir das eben für ihn. Und ich weiß auch schon wie. Du gehst nach Hause und holst dir deinen Bogen. Dann treffen wir uns unter dem Pflaumenbaum. Alles Weitere erzähle ich dir nachher. Ja, bis gleich. Komm, Kleiner.
Kleiner Donner, wir wollen hastiges Eichhörnchen einen Streich spielen. Wollt ihr bei einem lustigen Streich mitspielen, Otter? Ja. Passt auf, ihr müsst so viele Fische wie möglich fangen. Abgemacht, Jakari. Was für ein Genuss. Wach auf, Ältester! Wo? Ach, du bist das hastiges Eichhörnchen. Warst du erfolgreich am Fluss? Ich habe 7 Fische gefangen. Gib zu, dass du verloren hast. Eine wahre Meisterleistung ist das ja. So erfolgreich war ich nicht. Ich hatte heute kein Glück. Was ist mit dem Beutel los? Was? So viele Fische? Du hast schon wieder gewonnen, stiller Fels. Ja, in der Tat. Das kann man nicht anders sagen. Machen wir mit Prüfungen weiter, die eines großen Jägers würdig sind. Bogenschießen und Mustang-Dressur. Jakari, gut, dass du da bist, kleiner Dachs. Jetzt bist du dran. Aber er darf uns nicht auf die Schliche kommen. Also sei vorsichtig. Na klar. Nun denn, hastiges Eichhörnchen, die Jugend geht immer voran. Dieser Baumstumpf dort hinten, wir schießen abwechselnd. Der, dessen Pfeil die Mitte am besten trifft, hat gesiegt. Ja! Genau getroffen. Das wirst du nur schwerlich überbieten. Hier, stiller Fels. Es ist recht lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hielt. Aber wieso? Wie konntest du bei diesem Gezappel so genau zielen? Das frage ich mich auch. Aber lass dich nicht verdrießen, es war nur ein Zufall. Es bleibt ja immer noch die Mustang-Dressur. Ich bin alt und habe schon seit Jahren keinen Mustang mehr ausgebildet und... Gut getroffen, kleiner Dachs. Genau in die Mitte. Ein Kinderspiel für einen guten Bogenschützen, der außerdem sehr dicht davor steht. Gut, dann übernehme ich jetzt die Mustang-Dressur. Wir treffen uns im Dorf. Stiller Fels auf deinen Rücken steigt, rührst du dich nicht vom Fleck. Auch wenn er das unbedingt will. Ja, verstanden. Mustang-Ehrenwort. Und dein Freund wird nicht herunterfallen, Jakari. Ich danke dir. Da kommen sie schon. Der Mustang da. Die Entscheidung naht. Ich fange an, Ältester, und beweise dir mein Können. Du gehörst mir! Nein, nicht doch! Lass das! Nein! Na, sieh einer an, so ein Zufall, du auch hier, Jakari. Ich glaube, dann bist du jetzt dran, stiller Fels. Wie? Aber... Wirst du wohl vorwärts gehen, du? Also sowas, dieser Mustang ist schon zart wie ein Schaukelpferd. Tja, du hast wohl wieder gewonnen, stiller Fels. Aber ich habe den Verdacht, Freunde haben mir sehr geholfen, nicht wahr, Jakari? Freunde, die einiges vom Fischefangen, vom Bogenschießen und auch von Pferden verstehen. Ja, aber so ein Angeber durfte einfach nicht gegen dich gewinnen. Ist das denn an dir, das zu entscheiden?
Es gab einen sehr guten Grund, hastiges Eichhörnchen gewinnen zu lassen. Die Älteren müssen den Jüngeren zur Seite stehen, sodass sie selbst Vertrauen und Zuversicht gewinnen. Sehen wir lieber nach, ob er sich was getan hat bei dem Sturz. Bist du verletzt, hastiges Eichhörnchen? Nein, es geht schon. Du bist der Bessere von uns, stiller Fels. Ich habe ja auch viel, viel Erfahrung und vor allem gute Freunde. Du aber hast gezeigt, wie viel Mut und Ausdauer du besitzt, hastiges Eichhörnchen. Du wirst bald ein großer Jäger sein. Hastiges Eichhörnchen, kannst du mir vielleicht mal beibringen, genauso gut zu fischen wie du? Ja, das würde mich sehr freuen. Komm gleich mit mir zum Fluss.